Zimmermi liest euch die Katzenregeln vor mit anschließendem Samstagsgruß. Viel Spaß! Erstens Mahlzeiten. Friss niemals aus deiner eigenen Schüssel, wenn du Essen vom Tisch klauen kannst. Trinke niemals aus deiner Wasserschüssel, wenn irgendwo ein Glas steht, aus dem du trinken kannst. Jammere vor Hunger, als ob du seit Wochen nichts mehr zu fressen bekommen hättest. Sobald das Futter in der Schüssel ist, sollte es erstmal ignoriert werden. Zweitens Gäste. Setze eine überraschte und verletzte Miene auf, wenn du beschimpft wirst, weil du nach dem Essen auf dem Tisch zwischen dem Geschirr spazieren gehst. Der Ausdruck sollte besagen, aber wenn kein Besuch da ist, darf ich das doch auch. Wenn du einen Schoß zum Sitzen aussuchst, achte immer darauf, dass dieser auch einen guten Kontrast zu deiner Fellfarbe abgibt. Bekleide Gäste immer zur Toilette und beobachte, ob sie auch alles richtig machen. Drittens Türen. Toleriere keine geschlossenen Türen. Um die Türen zu öffnen, kratze intensiv daran. Sobald die Tür geöffnet wird, darf man selbstverständlich nicht durchgehen. Nachdem du befohlen hast, dass eine nach draußen führende Tür für dich geöffnet wird, stehe auf der Schwelle halb innen und halb außen und fange an, über alles Mögliche nachzudenken. Das ist vor allem wichtig, wenn es entweder sehr kalt oder sehr heiß ist und während der Schnakenhochsaison. Viertens Waschtag. Setze dich niemals in den Waschkorb mit dreckiger Wäsche. Bevorzuge saubere Wäsche, am besten warm vom Trockner. Dies ist sehr wichtig, vor allem bei Handtüchern. Hilf stets beim Wäsche zusammenlegen. Zeige es den Leuten, wenn sie es deiner Meinung nach nicht richtig gemacht haben, indem du die Wäsche durch die Gegend ziehst. Hilf stets beim Betten machen. Frische Lagen und Bettbezüge müssen angegriffen und gebissen werden, um sie gefügig zu machen. Fünftens, Zusammenleben mit Menschen. Als allgemeine Regel gilt, dass man immer zu dem Menschen geht, der beschäftigt ist. Liest einer deiner Menschen ein Buch oder eine Zeitung, versuche immer, dich darauf zu setzen. Wenn das nicht möglich ist, so setze dich zwischen Buch und Gesicht. Wenn deine Menschen beim Briefeschreiben oder Ähnlichem sind, setze dich immer auf die Papiere, auf denen sie gerade schreiben. Wenn sie dich herunterheben, beobachte sie mit trauriger Miene. Pass gut auf, ob vielleicht mit Tinte geschrieben wird. Sobald du noch feuchte Tinte auf Papier siehst, setze dich darauf. Nach dem zweiten Hinunterheben musst du anfangen, Kugelschreiber und Bleistifte vom Tisch zu werfen. Aber einzeln bitte! Noch schöner sind Computer. Warte, bis das Telefon klingelt und der Mensch den Computer verlässt. Spiele dann Katze auf der Tastatur. Du wirst staunen, was du alles auf dem Bildschirm sehen kannst. Denk daran, eine erfolgreiche Katze ist immer gut ausgeruht. Schlafe deshalb fast den ganzen Tag, damit du nachts um 3 Uhr fit bist, um auf dem Bett Bergsteigen oder Mäuse fangen zu spielen und um deinen Menschen mit lautstarkem Schnurren zu erfreuen. Auch Ohren knabbern und Lecken an Mund und Nase ist sehr beliebt.